Schönen guten Abend alle zusammen. Wie gesagt, ich freue mich hier zu sein. Und man hat mich gebeten, heute Abend mein Zeugnis zu geben. Und ich glaube, war von Zuhälter zu Pastor. So was, ja. Also von Zuhälter zum Pastor. Seine Geschichte, das ist ein Wunder. Sein Wunder. Ist ein Wunder. Aber es zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Egal wo du bist, Gott kann dein Leben verändern. Egal wo du bist, egal wo du dich findest jetzt, Gott kann dein Leben verändern. Ob du schon bei Jesus bist oder ob du es wirst heute Abend, weil es gibt zwei Arten von Menschen auf der Erde. Die erste Art von Menschen ist die, wie Jesus kennen, wie gerettet sind, und die, wie Jesus kennen werden. Okay, versteht ihr? Das Evangelium muss gepredigt werden. Ja, mein Zeugnis. Also ich bin geboren 1900, das war einmal, nicht so lange her. Habt ihr gemerkt, die Jahre gehen immer schneller durch. Habt ihr das gemerkt? Boah, Leute haben mir gesagt, wenn du älter wirst, habe ich gesagt, ich bin älter. Aber die Leute haben gesagt, sogar die Jungen, die sagen das auch, das Jahr, wir sind schon zu Ende vom Jahr. Das ist verrückt. Hein? Es geht immer schneller durch und das ist gut für uns irgendwo. Es bringt uns zum Nachdenken auch. Was machen wir mit unserem Leben? Das ist eine gute Frage. Und manchmal lebt man nach den Umständen, nach der Bekanntschaft, nach unserer Welt, wie wir kennen, und wir denken, das ist die Realität. Das ist vielleicht die Realität, in der wir leben, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist viel größer. Und für mich, meine Realität war, meine Eltern haben mich großgezogen, und ich weiß nicht, ab welchem Alter haben sie mich zu meinen Großeltern gegeben, dass meine Großeltern mich erziehen, weil meine Eltern haben gearbeitet tagsüber. Und dann einmal am Wochenende bin ich immer zu meinen Eltern gegangen. Und da habe ich eine Lüge geglaubt. Weil wenn es Gott gibt, gibt es auch einen Teufel. Und die Bibel sagt, er ist ein Lügner seit Anfang an. Und besonders, wenn man Kind ist, gibt er uns Gedanken in unsere Gedanken und wir glauben, dass diese Gedanken unsere Gedanken sind. Und diese Gedanken war bei mir, deine Eltern lieben dich nicht, die haben dich deine Eltern, deine Großeltern gegeben, weil sie lieben mehr die Arbeit. Und das hat zur Schlussfolgerung gezogen in mein Leben, ich bin nicht geliebt. Und war sehr viel Ablehnung in mein Leben, seit der Kindheit. Ganz viel Ablehnung. Man liebt mich nicht. Und so weiter. Und wenn man abgelehnt ist, hat man immer zwei Reaktionen haben. Oder man sucht überall nach Liebe, man will angenommen werden und geliebt werden. Oder man geht gegen alles, ihr liebt mich nicht, ich lebe wie ich will, ist mir egal. Habt ihr verstanden? Ist mir total egal. Das sind die zwei Reaktionen, wie man haben kann. Und meine Reaktion war, mir ist egal, ich werde mein Leben leben. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Und ich war nicht schlecht in der Schule, ich war sogar Zweiter von der Schule, ich war gut in der Schule. Aber immer hinsetzen, Leute zuhören, sogar in der Gemeinde, ich habe Mühe manchmal, wenn nicht gesalbt ist, wenn keine gute Predigt ist, habe ich Mühe zu sitzen. Danke, dass ihr sitzt und ihr zuhört. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe manchmal Mühe, wenn es nicht richtig ist. Okay. Und dann... Ich mochte das nicht so und habe gedacht, ah, was soll ich machen mit meinem Leben? Und ich hatte einen Freund, der hat eine Lehre gemacht als Koch. Und hat gesagt, ja Thierry, Koch ist gut, interessiert sie nicht. Habe ich überlegt, was soll ich da Koch? Also essen tue ich gern. Das ist eine gute Motivation schon einmal. Als Franzose ist klar. Und als Koch kann ich reisen. Auf ein Schiff gehen oder reisen überall. Das ist eine gute Angelegenheit. Habe ich gesagt, okay. Das werde ich lernen. Aber es war nicht eine Berufung für mich. Aber ich habe es trotzdem gemacht und es hat Spaß gemacht. Aber als Koch, ich wohnte 10 Kilometer von dem Arbeitsort, von dem Restaurant, wo ich gearbeitet habe als Lehrling. Und ich bin morgens mit dem Fahrrad hingefahren und abends zurück. Aber wir haben gearbeitet von 10 Uhr morgens bis 14 Uhr. Und von 18 Uhr bis 22 Uhr. Wenn Kunden kommen sind, um 10 vor
22 Uhr müsste man bleiben und ich habe oft den Nachtisch gemacht, also müsste ich bleiben, bis dass die Leute gegessen haben und nur Nachtisch und so weiter und das war oft spät. Und nachmittags das Gleiche und das machte, dass ich nachmittags von 2 bis 18 Uhr frei hatte. Und was habe ich gemacht nachmittags? Was macht man, wenn man frei hat? Ich wollte nicht nur mal nach Hause fahren mit dem Fahrrad und zurückkommen. Was habe ich gemacht? Ich bin in die Kneipe gegangen. Und ihr wisst ja, wie es ist, in der Kneipe trifft man nur Christen und nette Leute. Okay. Und da war alles Mögliche in dieser Kneipe. Und besonders Verbrecher, Leute wie Drogenhandel und so weiter. Und da bin ich nachmittags hingegangen, Bier gespielt, Männeles, wie sagt man das auf Deutsch? Babyfoot? So. Kicker, ja? So was, ja, tak, okay. Ja, wahrscheinlich Kneipe, ja? Okay. Und da haben sie Sachen gespielt und da waren Leute, die Drogen verkauft haben, Haschisch und so weiter. Und dann habe ich gesagt, oh, das, ich habe Freunde gehabt und dann habe ich auch mit ihnen angefangen zu rauchen. Und als Lehrling verdient man nicht so viel Geld. Habe ich gedacht, also die Leute machen Geld mit dem, ich kann auch Geld machen. Und habe ich angefangen zu dealen, also Haschisch zu kaufen, zu rauchen und zu verkaufen. Und das habe ich gemacht bis 18 Jahre, also als Lehrling, wenn meine Lehre fertig war, habe ich in einem anderen Restaurant gearbeitet und habe weiter gedealt, also Haschisch gekauft und verkauft. Und dann, in Frankreich damals, war noch Pflicht, für in den Bund zu gehen, für ein Jahr. Dann habe ich gedacht, ein Jahr in den Bund, puh, das muss langweilig sein. Aber es gab eine Möglichkeit, 18 Monate zu machen und dann gehe ich über See. Und dann könntest du es übersuchen, wo du hin wolltest. Da war Tahiti, Guadeloupe, Martinique, Djibouti, also ganz viele Sachen, Neukaledonien und so weiter und so weiter. Und man könnte drei kreuzen und dann habe sie zwischen diese drei ausgesucht. Und ich bin nach Tahiti gegangen. Meer, Palmen, damals schöne Frauen. Und bin ich da hingegangen und dann die Leute haben, also ich war als, wie sagt man das, wie können die das ausdrücken, als Kommando, also zu der, wo die Flugzeuge sind, zu bewahren. Ein Tag Bewahrung, ein Tag müsste man in die Kaserne bleiben und ein Tag frei. Und haben wir da die ganzen Soldaten getrunken, Frauen, Diskothek und ab auch wieder, Marihuana war das war Gras. Und habe jemanden getroffen, der hat Pflanzen gehabt, ganz viele, das war ein Dealer da, und bei dem habe ich gekauft und verkauft im Bund. Und das war in Tahiti, wie gesagt. Und damals, Frankreich hat noch Nuklear- oder Atom-Experimente gemacht in dieser Insel. Das heißt Mururoa. Das war, ich weiß nicht, zwei Stunden vielleicht mit dem Flugzeug entfernt. Und da waren die Fremdlegionen immer. Und die sind 2 oder 3 Wochen auf dieser Insel geblieben und haben sie eine Woche frei in Tahiti. Und jedes Mal sind sie gekommen mit dem Flugzeug auf unsere Kaserne, wo der Flughafen ist. Und da haben sie immer Auto gemietet. Ja? Und das Auto, wie sie gemietet haben, haben sie auf die Kaserne gelassen und den Schlüssel haben sie unter den Teppich gemacht. Und wir wussten das. Was haben wir gemacht? Wir haben immer die Auto genommen und sind kostenlos gefahren. Und einen Abend habe ich getrunken, habe Marihuana geraucht und sitze im Auto und in der Stadt in einem Auto rumgefahren, wie verrückt. Und bam, Unfall. Bin in die Scheibe reingegangen. Ich habe nur Narben hier, eine kleine. So durch die Scheibe und zurück. Und dann gehe ich da raus und Leute kommen, ah, geht's und so. Ich sage, ja, es geht, aber nicht so meine Jacke. Und Leute hat meine Jacke gehabt. Und dann bin ich abgehauen. Bin gerannt. Die Leute sind mir nachgerannt. Bin ins Wasser, ins Meer, zack. Und bin in die Kaserne gegangen. Und wir waren immer zu zweit in ein Zimmer. Und mein Zimmerkollege sagt, was hast du? Sag, ah, und gib mir eine Zigarette. Hat mir eine Zigarette gegeben und bam, ich bin aufgewacht im Krankenhaus. Ich weiß nicht mehr, was war. Zwei, drei Tage später kommt die Polizei und sagt, was ist mit Ihnen passiert? Ich sage, ja,
Leute aus Tahiti, sie haben mich geschlagen mit Flaschen und so, und deswegen habe ich so Narben und ein paar Probleme. Okay, sind sie wieder gegangen. 3 Tage später sind sie wieder gekommen, haben sie mich geholt, in die Polizeistation gebracht, in ein Büro, und sagt einer, so, jetzt will ich reden. Und hat so auf mein Ding gedrückt, wo ich Schmerzen hatte und so. Sagt, was soll ich euch sagen? Ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. Sagt er, okay. Hat er gesagt zu seinem Kollegen, bring ihn rein. Und dann geht er raus und kommt mit einem Mann rein. Und dieser Mann, das war der, der mich angehalten hat. Wenn er den Unfall gehabt hat. Und dann sagte er, ist er das? Hat er ja gesagt. Habe ich gesagt, okay. Ich habe gespielt und verloren. Ich war's. Das war meine erste Bestrafung. 3 Monate Gefängnis auf Bewährung. Aber im Bund haben sie mich ins Gefängnis gesteckt. Aber ich habe es geschafft gehabt, ein Doppelter vom Schlüssel zu haben. Das bedeutet, nachts bin ich rausgegangen und in die Diskothek gegangen. Und morgens wieder komme und ich habe mich wieder selbst eingesperrt ins Gefängnis. Aber ein Abend, ich war ein großer Schlitzohr, ein Abend gehe ich raus und der Kapitän geht vorbei. Was machen Sie da? Sagt, ich nehme ein bisschen Luft. Ja, wie sind Sie rausgekommen? Ja, ich habe den Schlüssel. Von wo haben Sie den Schlüssel? Ich kann euch das nicht erklären, er war in meiner Zelle. Okay, gehen Sie rein. Und hat er zugeschlossen, geben Sie mir den Schlüssel und rein. Okay. Der Bund war vorbei. Nee, war noch nicht ganz vorbei. Dann habe ich immer gedealt auch mit Gras und so weiter. Und auf einmal, also Marihuana, kommt der Colonel, der Chef von der ganzen Kaserne, ruft mich. Nehmen Sie Platz, bitte. Haben Sie was mit Droge zu tun? Ich? Nein. Ich habe nichts mit Droge zu tun. Sind Sie sicher? Er sagt, ja, ich bin ganz sicher. Ja, sagen Sie es mir, wenn Sie was mit Droge... Nein, ich habe nichts mit Droge zu tun. Okay, gehen Sie wieder. Und habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich aufhören. Und habe ich aufgehört im Bund, bin zurückgekommen nach Frankreich und habe weiter gedealt. Und habe ich angefangen zu dealen mit Kiloweise. Und ich habe mehrere Leute gehabt, die für mich verkauft haben. Und eine besonders, habe ich immer ein Kilo gebracht. Das macht 10 mal 100 Gramm so, Plakett, ja. So wie Schokoladetafel, 100 Gramm, 100 Gramm, 10 mal, das macht ein Kilo. Und habe ich mir das gebracht. Und er hat weiterverkauft und andere Leute auch. Und er hat dann weiterverkauft an Leute. Und die Polizei hat einen von den Leuten verhaftet. Und dieser Mann hat gesagt, der Verkäufer ist dieser Mann. Und sein Dealer, der wie ihm verkauft, ist der Thierry Kopp. Das bin ich. Okay. Die Polizei ist hingegangen zu meinem Freund, hat das Haus durchsucht und habe 200 Gramm gefunden. 2 Schokoladetabletten und gewickelt in ein Ding. Und die Polizei hat gesagt, wir haben Thierry Kopp verhaftet. Er hat alles ausgesprochen. Er hat alles gesagt. Er hat euch 1 Kilo gebracht. Und es bleiben noch 200 Gramm, sehen wir hier. Hat er gesagt, ja, stimmt, Thierry Kopp ist mein Dealer. Die Polizei ist nicht blöd. Und später, ich habe gemerkt, ich habe gewusst, sie haben ihn verhaftet. Und ich habe geschaut. Jedes Mal ist die Polizei hinter mir, hat mich verfolgt. Sie wollte wissen, wer mein Verkäufer ist. Also der, wie über mich war und wie der Droge gebracht hat. Ich habe gesehen, wie sie noch 3-4 Tage, und dann sind sie gekommen, haben sie mich geschnappt und ins Gefängnis gebracht. Also zuerst 4 Tage war es damals, haben sie mich befragt. Haben Sie was zu tun damit? Sag ich, nein. Kennen Sie diesen Mann? Ja, ich kenne ihn, aber ich habe nichts mit Drogen zu tun. Ich bin Sportler, ich rauche kein Haschisch, nichts. Ich will nichts wissen mit dem. Nichts gesagt, ja, aber dieser Mann hat gesagt, ja, sag ich, ja. Wissen Sie, was die Leute sagen? Ja, aber der hat auch gesagt und der hat auch gesagt. Sag ich, ja, die Leute können viel erzählen. Ich habe nichts damit zu tun, ich bin unschuldig. Okay, gehe vor den Richter. Der Richter sagt, okay, ins Gefängnis, Untersuchung Haft. Okay, war im Gefängnis. Das war eine schwere Zeit. Wir waren 30 damals in einer großen Zelle, aber 30 Leute, 2 Toiletten. Und das war, jeden Tag war Krach mit den Leuten, also alles Mögliche. Gefängnis halt. Aber
Später war ich mal in Deutschland im Gefängnis und ich kann euch sagen, in Frankreich ist das Essen besser. Wirklich. Da gibt es Vorspeise, Hauptgericht und Nachtisch in Frankreich. Wirklich, ja? Wirklich, ja, wirklich. Also, ich sage euch nicht, ich soll ins Gefängnis gehen, ne? Nach Frankreich. Aber in Deutschland war nicht so gut. Abends hat es Brot gegeben mit Schmierding und so. Aber ich war in der Zelle mit einem Italiener. Einer von der Ndrangheta, der Mafia. Und wir haben immer Nudeln gekocht, Spaghetti, alles Mögliche. Wir haben es trotzdem nicht schlecht gehabt. Okay, und dann bin ich verurteilt worden nach 6 Monaten vor Gericht. 15 Monate Knast und 15 Monate Bewährung. Und wenn du dich gut hältst, hast du 3 Tage, ich weiß nicht, glaube ich, im Monat weniger Gefängnis. Also im Grunde genommen habe ich 1 Jahr festgemacht Gefängnis. 1 Jahr fest und ich hatte nur 15 Monate Bewährung. Hat mich das beruhigt? Nein. Bin ich rausgegangen aus dem Gefängnis, habe wieder angefangen mit Haschisch zu verkaufen. Ja. Und gleichzeitig auch, damals gab es Eurocheck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Eurochecks, ja? Kennt ihr das? Varjo-Checks kennt ihr noch, ja? Okay. Gibt es das noch in Deutschland? In Frankreich gibt es noch? In Deutschland nicht mehr so? Okay, in Frankreich gibt es noch. Wir sind ein bisschen noch zurückgeblieben, aber es wird kommen. Ja, wir haben noch die Checks. Und da war Eurocheck. Und es waren immer mehrere Leute, wie in der deutschen Auto besonders geklaut habe, wo die Eurochecks waren. Oder Leute, wie Einbruch gemacht haben und Eurocheck genommen. Das war Scheck, wie eine Sicherheit habe von 400 Deutschmark. 400 Deutschmark, ja. Die waren, du gehst zur Bank, gibst sie, kriegst 400 Mark. Oder zur Post. Post, Bank, glaube ich. Ja, das war alles. Glaube ich, Post und Bank. Und du hast immer 400 Euro. Und die Leute müssen die Karte haben. Also haben sie die Karte geklaut. Und die Schecks in der Auto und so weiter. Und ich habe sie immer gekauft mit einem Freund bei diesen Leuten. Für 100 Deutschmark und 400 verkauft. In der Schweiz weiß ich, war 300 Franken. Und dann mit meinem Freund, wir haben noch einen anderen Freund gehabt, der war behindert, es fehlte ihm ein Fuß. Und der ist immer mit seinem Rollstuhl in die Bank gegangen, zack, 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 und hat die Scheck gewechselt. Einer, kann ich noch eine machen? Ja, okay, machen Sie und so weiter. Und dann sind wir über die Grenze gegangen, war in Luxemburg, in die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland. Und ich kann mich erinnern, einmal war sogar in der Zeitung in Österreich Betrüger unterwegs mit einem behinderten Mann, wie in die Bank geht und in Post und so weiter und so weiter. Okay, und zusätzlich noch hast du es verkauft. Achtung, Jungs, nicht dasselbe Käse machen wie ich. Okay, und dann aber gutes Geld gemacht und ich bin immer in die Kneipe gegangen, wo ich immer Haschisch auch verkauft habe, wo Treffen waren mit Freunden und so weiter. Und in diese Kneipe war eine Bedienung, eine hübsche Bedienung, habe sie angemacht, sind wir rausgegangen. 2 Tage habe ich sie kennengelernt, sagt sie, ich möchte für dich anschaffen. Sag ich, okay, also sie möchte sich prostituieren und ich wäre dann zu älter. Sag ich, okay, machen wir, aber ich hatte keine Ahnung, wie das geht, habe sie genommen, auf die Straße gesetzt, habe gesagt, okay, gehst da hin. Und gehe ich da anschaffen. Und da waren andere Prostituierte und die sind kommen. Ja, was ist, das geht nicht hier, unsere Platz und so weiter. Okay, wo kann man hingehen? Da drüben. Sind wir da drüben gegangen. Und hat sie 2 paar Tage geschafft. Und ich hatte einen Freund, der hatte auch eine Freundin. Und mit ihm habe ich immer Einbrüche gemacht, Waffen verkauft, also alles Mögliche. Die Geschichte wäre zu lang. Aber ich habe ein Buch geschrieben, Leute, wenn ihr Interesse habt, mehr zu wissen, könnt ihr das Buch bewerben dahinter. Und dann mit diesem Freund, er hat auch eine Freundin gehabt, hat gesagt, du, meine Freundin schafft an, ist kein Interesse, dass deine auch anschafft. Sagt, okay, machen wir. Dann hat er auch gemacht und haben wir die beiden auf die Straße gehabt, ich kann mich erinnern, in Mühlhausen in der Stadt. Und haben sie hingebracht und wieder abgeholt. Und wir haben viel Geld verdient, damals auch. Und dann ist Polizei gekommen. Ein Abend sagt mein Freund, ah, ich gehe jetzt wieder da, dass ich anschaffen geht. Ich habe gesagt, ah, ich gehe nicht heute, ich mache das nicht. Heute Tag frei. Und am nächsten Tag ruft mich die Frau an, seine Freundin,
und sagt, sie haben ihn verhaftet. Ich sage, ja, was ist passiert? Ja, Polizei ist gekommen, hat geweint, sie haben ihn verhaftet und so weiter und so weiter. Okay. Er sagt, hast du geredet? Hat sie gesagt, nein, nein, ich habe nichts gesagt. Ich sage, okay, dann kommt er bald raus, aber ich habe die Frau nicht vertraut. Und dann kannte ich einen Zuhälter in Deutschland, habe ich angerufen, habe gesagt, du, ich hätte eine Frau zu verkaufen, was gibst du? Hat er gesagt, 20.000, oder war das, ja, 20.000 Deutschmark damals, glaube ich. Oder 10.000, ich weiß nicht mehr, war lange her. Und dann sage ich, okay, wir können das abmachen, wir treffen uns in ein paar Tagen, wenn es geht. Und sagte, ja, in 4 Tagen können wir uns treffen an der Grenze in Kehl, also in Deutschland, zwischen Deutschland und Frankreich, in Kehl, und dann kann ich die Frau bringen und dann kriegst du dein Geld und wir machen das ab. Habe ich gesagt, okay. Und dann die Frau habe ich in ein Bar reingemacht in Frankreich, wo sie geschafft hat. Und die Frau hat das erzählt in einen Journalist. Und der Journalist gleich Zeitung, also alles gemacht. Und ich habe es nicht gewusst. Sie hat geredet gehabt, sie hat meinen Freund bepfiffen gehabt, weil in Frankreich ist es anders wie in Deutschland. In Deutschland ist der größte Puff Europa. Die Gesetze sind gemacht für die Zuhälter in Deutschland. Ich erkläre euch warum und wieso. In Frankreich, wenn eine Frau anschafft und du kriegst Geld von einer Prostituierte, bist du ein Zuhälter, gehst du ins Gefängnis. In Deutschland, solange eine Frau nicht anzeigt, du kannst 20 Frauen haben, sie können dir Geld geben vor der Polizei, alles Mögliche, du gehst nicht in den Knast. Nur wenn eine Frau sich beschwert und sagt, sie wird geschlagen oder gezwungen und so weiter, dann bist du älter und dann kommst du in den Knast. Versteht ihr den Unterschied? Es war interessant, weil einmal war ich eingeladen bei Caritas, glaube ich, so ein katholisches Ding. Ich müsste auch über Zuhälterei reden. Und da war eine Richterin, ich glaube, war Richterin oder Staatsanwalt. Oder Richterin oder Staatsanwalt, ich glaube, war Richterin. Ja, Deutschland, die Gesetze sind gut für die Prostituierte und dies und zähl und blablabla. Und dann war ich dran zu reden. Ich habe gesagt, wisst ihr, alles, was ich sage als Richterin, ist total falsch. Jede Zuhälter weiß, in Deutschland ist es ein Paradies für einen Zuhälter. Er kommt nicht in den Knast und so weiter und so weiter. Die war rot, blau, alles Mögliche. Aber die Wahrheit muss gesagt werden. Und dann wollte die Frau abholen. Ja, wer war da? Polizei. Ich habe sie gesehen vom Weite. Habe geparkt, das Auto geparkt und bin schnell in eine, ich war mit einem Freund zusammen, bin in ein Wohnhaus gegangen und bin hochgegangen, wollte mich verstecken, aber sind ständig Leute runter und hochgegangen, ständig, ständig. Und dann bin ich rausgegangen und ich gehe raus, in dem Moment war die Polizei in Zivil. Ne? Sage sie, Moment mal, könnt ihr eure Papiere sehen? Sage ja. Sind Sie Herr Kopp? Sag ich, ja, ich bin's. Ja, hoppla, verhaftet, zack, zack. Mitgenommen aufs Revier. So, jetzt werde sie reden. Sag ich, ja, mein Name ist Thierry Kopp, geboren und da geboren und ich lebe da und da. Und jetzt sage ich nichts mehr, ich möchte meinen Anwalt haben. Und dann, du willst der starke Spieler, hat er gesagt, der Polizist. Und dann ist er gekommen und hat mich so geschlagen mit dem und dem. Ich war gefesselt am Stuhl, hat er mich so geschlagen, bin auf den Boden gefallen, getreten und so weiter. Du wirst jetzt reden und so weiter. Und dann hab ihm liebe Worte gesagt. Ihr wisst ja, nicht ganz. Hab ihm mit ihm böse Worte gesagt und so. Hat mich weitergeschlagen. Ich sagte, okay, lass mich schlagen jetzt. Das ist gut. Ich werde jetzt zum Richter gehen. Ich will jetzt einen Arzt haben. Und der Richter wird sehen, dass du mich geschlagen hast und ich werde frei sein. Hat er gesagt, nein. Ich und meine Kollege, wir sind Zeuge, du wolltest abhauen, wenn wir dich verhaftet haben. Ja, was willst du machen gegen 2 Polizisten? Hast keine Chance. Bin ich vor den Richter gegangen, also der Arzt komme und so, ich habe blaue Flecke gehabt, alles. Habe gesagt, ja, der Polizist hat mich geschlagen. Dann vor den Richter habe ich auch gesagt, ja, der Polizist hat mich geschlagen. Ja, war egal, ins Gefängnis. Okay. War im Gefängnis und dann denke ich, Mist, wie komme ich da jetzt raus aus der Situation? Und ein Mann hat gesagt, ich weiß, wie du rauskommst. Er sagt, okay, wie geht's? Sagt er, du schreibst 12 Briefe und du fängst an Fasten an. Also kein Fasten, ein Hungerstreik. Und du schreibst 12 Briefe. Amnesty International, der Präsident, der Minister von der Justiz, die Zeitung und weiß ich nur was alles. Habe ich 12 Briefe geschrieben, ich mache einen Hungerstreik, ich bin im Gefängnis, ich bin unschuldig, ich habe nichts Falsches gemacht. Okay. Schick die Briefe weg und fang an, was man in christliche Kreise an Fasten nimmt, ein Hungerstreik an, ess nichts.
3 Tage später kommt der Wächter, Kopf, Paket machen, Sie sind frei. Denke ich, wow, super, war frei. Na, warum war ich frei? Weil die Frau hat gesagt, dass meine Freundin schafft für mich an. Und die Polizei hat meine Freundin gefunden und hat sie gefragt, schafft der Thierry Kopf für Sie an? Hat sie gesagt, nein, wir haben immer ausgemacht, ich bin ein Kunde. Weil ich habe gedacht, wenn die Polizei mich oft mit sie sieht, Bilder und so weiter, kann ich sagen, ich bin ein Zuhälter. Hat sie gesagt, nein, er hat nie Geld von mir gekriegt, nichts, er ist ein Kunde. Okay, dann war ich frei. Dann musste ich vor Gericht gehen, 6 Monate später. Und mein Freund hat 1 Jahr gekriegt. Und ich habe 3 Monate gekriegt, weil ich war 2,5 Monate im Gefängnis. Und um das, dass sie mir nicht zahlen müssen, haben sie mir 3 Monate gegeben. 2. Bestrafung. Dann bin ich zurück, bin nach Deutschland gegangen. Habe es ja geschafft in Frankfurt und so weiter und hat noch andere Frauen gehabt. Und dann, ich mache schnell, dann war ich an der Schweizer Grenze. Habe sie schaffen lassen in der Schweiz und in der Puffsel an der Schweizer Grenze. Habe viel Geld gemacht, aber ich habe trotzdem immer noch Einbrüche gemacht, Haschisch, Kokain, alles Mögliche gemacht, verkauft und gekauft und verkauft und Einbrüche auch gemacht. Und dann habe ich immer Einbrüche gemacht mit 2 Freunden. Einer habe sie verhaftet, der hat uns verraten. Und ich war in Deutschland und sie haben mich dann nicht abgeschoben, aber war ein internationaler Haftbefehl mit Interpol gegen mich, weil ab 1 Jahr Gefängnis darf sie dich abholen, Interpol. Aber war nichts. Dann habe ich gearbeitet als Koch, Frauen gehabt, wie ich prostituiert habe. Und ja, wie war das genau? Und da hat jemand im Hotel gearbeitet und das war ein Einbrecher. Und sagt, Thierry, ich hätte einen Einbruch zu machen. Sage, okay, erklär mir. Sagte, ja, in einer Spielothek, mindestens 20.000 Euro kann man da rausholen. Und ich sagte, ja, okay, ich will das überlegen. Wann machst du das? Wie viel Uhrzeit? Welche Uhrzeit und so weiter? Will ich schauen, ob ich frei habe oder ob ich mitmachen kann? Hat er mir alle Daten gegeben, alles. Er sagt, ja, ich glaube nicht, ich mache das. Aber ich habe meinem Freund gesagt, du, ich kenne jemanden, der macht einen Einbruch in eine Spielothek. Wir lassen ihn den Einbruch machen und wir warten ihn draußen. Wir nehmen ihm das Geld und wir teilen zusammen. Tja, der kann keine Anzeige machen. Okay, haben wir das gemacht. Aber das Problem, 1 Monat später ist er verhaftet worden. Und er hat gesagt zu der Polizei, ja, Thierry Kopp, der hat mich überfallen und so weiter und so weiter. Was hat die Polizei gemacht? Sie hat meine Daten gesucht und sie haben gesehen, ich bin gesucht von Interpol. Ich habe gewusst, sie kommen, ich habe es gewusst. Dann sind sie gekommen an meinen Arbeitsplatz. Damals hatte ich nur eine Waffe, einen 9 mm, Sig-Sauer. Und ich habe meinen Freunden gesagt, nimm es und schmeiß in den Mülleimer. Hat sie in den Mülleimer geschmissen, die Polizei ist gekommen, sie haben nichts gefunden. Und ja, die Polizei kommen, wissen sie, warum das noch da sind? Keine Ahnung. Was wollen Sie? Ja, dieser Mann hat gesagt, dass er einen Einbruch gemacht hat und Sie haben ihn überfallen. Wir wissen, das stimmt nicht. Aber wir haben geschaut und Sie sind gesucht von Interpol. Sag ich, okay. Ja, das stimmt. Also, Sie werden jetzt ins Gefängnis gehen und dann werden Sie abgeschoben nach Frankreich. Habe ich gesagt, okay. In der Zwischenzeit, also kurz vorher, war ich mal in Frankreich, meine Freundin, und an der Zoll. Die Polizei haltet uns. Ja, damals war noch Zoll. Wir möchten die Papiere haben, geben die Papiere. Und dann kommen 2 Polizisten zurück, also Zöllner, mit der Hand auf die Pistole. Denke ich, oh oh, da wird's heiß. Habe den ersten Gang reingemacht, habe sie gesehen im Spiegel. Und dann sind sie neben mir gekommen. Sag, bitte können Sie mitkommen? Sag, ja, kein Problem. Und habe Vollgas gegeben und bin abgehauen. Später haben sie mich ja verhaftet. Und dann, nach 2 Monaten Knast in Deutschland, das war schwer, in Deutschland war echt heftig, aber okay, war mit den Italienern, das war trotzdem, könnte man das sagen, ein Trost, weil er spricht Französisch und wir haben immer gekocht zusammen und ist relativ schnell gegangen. Aber nach 2 Monaten, bis dass die Papiere alles gemacht waren, haben sie mich nach Frankreich gebracht und dann am Zoll ist der Zöllner da. Der Zöllner sagt, ich kann mich an Sie erinnern.
Sie haben Glück gehabt, dass so viel Auto war, sonst hätte sie erschossen. Sage ich, okay, danke schön. War heiß. Dann bin ich ins Gefängnis gegangen und dann war ich war ja verurteilt, ein Jahr Gefängnis wegen Einbrüche und ich hatte noch 15 Monate Bewährung. Und dann sind die 15 Monate auch gekommen, das macht 27 Monate insgesamt. Er hat gesagt, da muss ich Berufung machen, also dass das nicht alles fällt. Dann bin ich nochmal vor Gericht gegangen und die Richterin sagt, Herr Kopp, ich mache euch nicht eine Blume, ich gebe euch einen Blumenstrauß. Ich sage, danke. Sage, ja, um was geht's? Sagt sie, ja, sie kriegen 10 Monate Gefängnis und sie kriegen nicht die 15 Monate Bewährung, aber ich will sie nie wiedersehen. Habe ich gesagt, ja, sie werden mich nie wiedersehen. Okay. Habe ich gesagt, aber nicht gedacht. Dann bin ich da rausgegangen aus dem Gefängnis und so, weitergemacht, Prostitution, Deutschland. Und habe überlegt, wie lange soll ich das noch machen? Ich mache das noch ein paar Jahre, aber ich brauche mehr Frauen. Dass sie genug Geld hab und dann gehe ich nach Südfrankreich und du ein Hotel öffne am Meer, Südfrankreich, und dann wird ein schönes Leben haben und hör auf mit dem ganzen Käse, wird normal und so weiter. Also normales Leben führen. Das waren meine Pläne. Und dann bin ich nach Marokko gegangen. Zuerst habe ich gearbeitet. Ich habe gearbeitet als Vertreter, weil ich wollte Geld verdienen, damit ich mein Geld nachweisen kann auch. Und bei meiner Arbeit habe ich Leute getroffen, die sagten, sie waren Christen. Ah, das waren komische Christen. Waren nicht so gute Christen, nicht wie ich. So, war Mundeschristen. Ich werde sagen daher, was mein Pastor gesagt hat. Naja. Und dann, trotzdem, die Leute haben von Jesus geredet und so. Okay, ich war immer irgendwo, habe gewusst, dass Gott gibt, aber ich kannte ihn nicht. Ich war evangelisch aufgewachsen, also habe meine Taufe gehabt, Konfirmation oder ich weiß nicht, wie das heißt, mit 14 und so weiter. Habe die ganze Tralala gemacht mit, aber ich kannte Gott nicht, hatte keine Beziehung mit Gott. Ich hatte eine Religion, aber keine Beziehung mit Gott. Und dann später, mit diesen Leuten, sie haben mich zu Christen geführt und da waren echte Christen dabei, haben geredet und so, Tag, Essen, sie haben mich immer eingeladen zum Essen und so weiter, waren ganz nette Leute. Und von Jesus geredet und so, ich habe nichts verstanden, nur Bahnhof, ich habe nichts verstanden. Traktat gebe, habe gelesen, habe nichts verstanden, was sie mir sagen wollte. Und dann bin ich nach Marokko gegangen, wollte Frauen holen, zurückbringen nach Deutschland, damit sie für mich anschaffen, 2-3 Jahre und dann hätte ich genug Geld gehabt. Und dann bin ich nach Marokko gegangen und zurückgeflogen. Und wenn ich zurückgeflogen bin, habe ich gedacht, oh, vom Flughafen, geh zu meinen Freunden, also diese Christen, waren Freunde mehr oder weniger, zu diesen Christen, wie ich kenne. Und dann bin ich gekommen mit kurzen Hosen, sie haben Kuren gemacht, Kaffee und so weiter, war ganz nett. Und sagen, heute Abend ist Lobpreisgottesdienst, willst du mitkommen? Sag ich, was ist das Lobpreisgottesdienst, kenne ich nicht. Ja, komm mit, wir sehen, wir singen und ist schön und so weiter. Ich sagte, okay, ich komme mal mit. Und dann bin ich mitgekommen. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn man ungläubig ist, sitzt man immer hinter. Wer sitzt da hinten? Okay. Ist man immer hinter, weil er denkt, oh, wo bin ich hier? Und dann haben sie angefangen zu singen und so weiter. Und ich habe immer die Frauen angeschaut. Oh, eine hübsche Frau hier. Ja. Und dann auf einmal, es ist wie, könnte ich sagen, wie hier zum Beispiel, eine Reihe hier und eine Reihe Leute hier, ohne Treppe und so weiter. Und ich war ganz hinten und so haben wir das beobachtet und auf einmal sehe ich eine durchsichtige Kugel vor mir. Ich denke, was ist das? Ich denke, was ist diese Kugel? Und die Kugel kommt ganz schnell auf mich zu und ich fange an zu weinen. Das war die Liebe Gottes. Ich kann nicht erklären, ob es ein Engel war oder ich weiß es nicht, was es war. Ich weiß nur eins, der Liebe Gottes war so stark da, ich habe nur geweint wie ein kleines Kind. Und die Leute haben gesagt, willst du Jesus annehmen als dein Herr und Retter? Habe ich gesagt, ja, ich will. Da habe ich gesagt, sag ein Gebet nach. Habe ich das Gebet gesagt. Habe ich gesagt, willst du die Taufe im Heiligen Geist? Habe ich gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Moment noch. Also war ich bekehrt, aber wirklich, ja, habe Jesus angenommen als Retter und als Herr. Dann bin ich in die Gemeinde gegangen
Und dann, kann mich erinnern, war in einem Hauskreis und kommt ein Mann auf mich zu. Möchtest du die Taufe im Heiligen Geist? Sag ja. Dann macht er Empfang. Ich, okay. Und hat mir ein Buch gegeben, hat gesagt, jetzt hast's. Okay. Und hat mir ein kleines Büchlein gegeben von Reinhard Bunke, die Taufe im Heiligen Geist. Kleines Büchlein. Ja, es war in Deutschland. Bin nach Hause gegangen, hab das gelesen und bin auf die Knie gegangen. Hab gesagt, Gott, ich will das. Ich will alles von dir. Ich werde nicht aufstehen, bis dass ich das nicht hab. Nach 2 Stunden, Robo Soko Rabada. Gina Lolo Brigida, Yamaha Kawasaki Suzuki. Also, habe ihn so gebeten. Ich war so froh, voll mit Freude und habe die Christen angerufen um 1 Uhr morgens. Hallo, ich bete in Zunge. Ich war wie ein Kind, ich bin immer noch, habe ein Herz wie ein Kind. Hallo, ich bete in Zunge, hör mal. Die Leute, okay, Thierry, ja, wunderbar, dankeschön. Okay, wunderbar. Und dann bin ich in die Gemeinde gegangen, habe ganz viele Erlebnisse gehabt. Aber vorher, nach ein paar Wochen Bekehrung, also jemand hat mich gleich begleitet, ein sehr guter Mann, hat mir gesagt, Thierry, das Wichtigste für dein Leben ist, die Stimme Gottes zu hören. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Habe ich gesagt, okay, lerne mich, wie man die Stimme Gottes hört. Hat er mich gelernt, wie man die Stimme Gottes hört. Und einmal habe ich diese Gedanke. Und diese Gedanke sagt mir, ja, glaubst du, mit alles, was du gemacht hast, du kannst einfach so gerettet werden? Mit dem ganzen Mist, wie du gemacht hast, mit dem ganzen Böse, was du gemacht hast. Du machst einfach ein Gebet und alles ist vorbei. Glaube ich, das ist einfach so? Und dann habe ich gesagt, Gott, jetzt muss man aber echt helfen. Ich brauche ein Wort von dir. Und ich kannte nicht die Bibel. Im Gefängnis ist man nicht die Bibel. Ich kannte nicht die Bibel. Und dann sage ich, okay, Gott, sag mir, was ich lesen soll. So hat mich mein Freund gelehrt. Frag immer Gott eine Stelle. Und dann schaue ich in die Bibel, ob das übereinstimmt, was du gefragt hast. Und dann höre ich 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus? Ist er eine neue Schöpfung? Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Wow! Alles ist neu geworden. Und dann habe ich gesagt, Teufel, hör mir gut zu. Der alte Thierry Kopp. Er ist gekreuzigt, er ist begraben, er ist gekreuzigt, es gibt es nicht mehr. Hier ist eine totale neue Schöpfung. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Deswegen kann ich total frei darüber reden, ohne schlechtes Gewissen, weil wie Paulus sagte, ich habe nichts falsch gemacht. Und Paulus, er hat die Christen verfolgt, getötet, aber gesagt, ich habe nichts Falsches gemacht, weil er wusste, er ist eine neue Schöpfung. Und ganz wichtig auch noch, bei meiner Bekehrung, was auch passiert ist, wenn ich Jesus angenommen habe, ich bin nachher auf die Straße gegangen, der Grüne war grün, die Menschen aber anders ausgesehen, die Welt war total anders, die Bäume, das war total anders wie vorher. Warum? Es war Finsternis, es war ein Schleier, aber mein Leben, ich kannte nichts anderes. Das beste Leben für mich war, im Milieu zu sein, weil das gab mir eine Familie. Obwohl, wenn ich nachdenke, das waren fast alle krumme Hunde, nur für ihre Vorteile und so weiter und so weiter. Aber ich suchte eine Familie, wie jeder von uns, ich suchte Liebe, Anerkennung, Annahme. Die ganzen Bedürfnisse, wie der Mensch hat, habe ich versucht gehabt, in dem zu füllen. Viel Geld habe, bin ich jemand und so weiter und ein schönes Leben habe. Aber im Grunde genommen habe ich wirklich Glück gehabt. Warum? Weil jetzt wäre ich oder tot, oder im Gefängnis, oder Millionär. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Freund, sie haben nur seinen Körper gefunden, kein Kopf mehr. Ein anderer Freund, Kokain, gestorben. Ein anderer Freund, 10 Jahre Gefängnis. Ein anderer Freund, er hat jemanden erschossen, 10 Jahre Gefängnis auch. Und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, wo ich wäre. Aber ich weiß eins, Gott ist gut. Und Gott ist Liebe. Und die Liebe Gottes hat mich verändert. Und nachher bin ich auf eine Bibelschule gegangen, weil ich habe wirklich den Eindruck gehabt, ich muss auf Bibelschule. Und dann habe ich Bibelschule gemacht und sind Propheten gekommen. Sie haben gesagt, ja, du wirst reisen in die ganze Welt, du wirst das Evangelium predigen, du wirst Bücher schreiben, du wirst Bibelschule aufmachen und so weiter und so weiter. Und ich dachte, die Leute, die spinnen total, das ist unmöglich. Weil ich hatte so ein schlechtes Bild von mir.
Ich könnte nicht empfangen, was der Prophet sage. Weil es gibt eine Lehre, wie sagt, wenn der Prophet prophezeit über dich, er bestätigt, was du im Herzen hast. Das stimmt nicht. Wenn du keinen Glauben hast, wenn du nicht weißt, ich könnte das nicht glauben. Es war unmöglich für mich. Ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Und fast 30 Jahre jetzt später haben sich die Prophetie erfüllt. Und eine ganz andere, ganz wichtige Sache auch, ich kann mich erinnern, ich war im Gottesdienst, so wie jetzt, bin da gesessen und Gott spricht zu mir. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich sage, oh lalala, der Teufel, der versucht, dass ich stolz wird und so weiter, das nehme ich nicht an und so weiter. Und Gott sei Dank war der Prediger voll Heiligen Geist und er schaut mir an und sagt, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und ich, wow. Und das war wirklich eine ganze Arbeit, eine Gedankenerneuerung, total anders denken, anders sehen, einen anderen Weltblick haben, wie ich gehabt habe. Und das ist ein Prozess. Und jeder von uns ist in diesem Prozess. Jeder von uns hier ist in diesem Prozess. Weil keiner von uns ist noch zu vollender Reife von Jesus gekommen. Und deswegen will ich euch ermutigen, weiterzumachen, eure Gedanken zu erneuern, innere Heilung, wenn es notwendig ist, Befreiung, wenn es notwendig ist. Ich gehe auch immer noch in innere Heilung. Seit 3 Monaten habe ich einen Freund und jede zwei Wochen telefonieren wir. Tag, innere Heilung. Von ganz tief von meiner Kindheit kommen Sachen hoch. Ganz tief. Von Ablehnung und so weiter und so weiter. Alles. Und das ändert wirklich mein Leben. Weil es gibt auch eine Lehre, wie gesagt, wenn du in Christus bist, alles ist neu und fertig. Ja, es stimmt. Aber das Gleiche ist, es stimmt und es stimmt nicht. Warum? Weil die Bibel sagt auch, Gott sagt, ich gebe euch ein Land. Aber nimm das Land an. Man muss es annehmen. Es ist da, aber man muss es annehmen. Gott sagt, ich gebe euch ein Land, aber sie müsst kämpfen, für dieses Land anzunehmen. Und bei uns ist das Gleiche. Wir haben einen Kampf. Der gute Kampf des Glaubens. Und deswegen, jeder von uns ist eine Baustelle. Keiner ist angekommen. Und das bringt uns zu Demut. Und das bringt uns zu Liebe und zu Demut. Man weiß, man ist nicht besser wie der andere. Alles ist Gnade. Heute Abend habt ihr mein Zeugnis gehört. Ich weiß nicht, ob du schon gläubig bist oder noch nicht. Aber ich kann dir eins sagen. Die ganze Jahre, seit dass ich Jesus nachfolge, es war nicht immer einfach. Aber er war immer bei mir. Er hat mich immer getragen. Und ich könnte sagen, ich könnte mir kein besseres Leben vorstellen, als das Leben, wie ich habe. Es sind Kämpfe, ja. Aber in dem alles immer mehr als Überwinder. Es gibt Widerstand, ja. Es ist kein einfaches Leben, ein christliches Leben. Aber es ist das beste Leben, wie du dich vorstellen kannst. Ich habe alles gehabt. Frauen, Geld, Mercedes, Cartier-Uhren, Diamanten, alles Mögliche. Nichts könnte mein Herz sättigen. Aber wenn Jesus kennengelernt habe, er sättigt mein Herz. Und er will heute Abend dein Herz sättigen. Er will dir geben, was du überall vielleicht gesucht hast, so wie ich, Liebe. Er ist die wahre Liebe. Er hat dich so lieb, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab. Das ist dein Wert. Du bist kostbar und wertvoll in die Augen Gottes. Und Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, wird er dich nicht zwingen. Er ruft dich. Vor dir ist ein Weg zum Tod und ein Weg zum Leben. Wähle das Leben, damit du wählst. Triff die Entscheidung. Wir sind frei von unserer Entscheidung, aber nicht von den Konsequenzen von unserer Entscheidung. Triff die gute Entscheidung heute Abend. Wenn du Jesus noch nicht kennst und möchtest Jesus kennenlernen, heb einfach die Hand. Und ich werde für dich beten und mit dir beten, damit du ewige Lebens empfangst, damit du mit Jesus lebst und dieser wunderbare Leben leben kannst, von dem ich gesprochen habe heute Abend. Ist jemand da, wie Jesus noch nicht kennt? Ich mache nicht 20 Mal da Anruf, jetzt ist die Zeit. Wisst ihr, ich will euch keine Angst machen, aber das ist sehr ernst. Ich war mal in einem Haus, waren circa 30 Leute, und habe Aufruf gemacht, so wie heute Abend. Möchte jemand sein Leben Jesus geben? Und war ein junger Mann, 30 Jahre alt, hebt die Hand,
Sagt er, kann ich eine Frage stellen? Sag ja, was ist Ihre Frage? Sag ja, wenn man sein Leben gibt zu Jesus kurz vor dem Tod, ist man dann gerettet? Sag ja, ist man gerettet. Aber darf ich eine andere Frage stellen? Er wollte sein Leben leben und dann irgendwann mal, ja. Sag ja, darf ich auch eine Frage stellen? Sagt er ja. Er sagt, wissen Sie, wenn Sie sterben? Hat er gesagt, nein. An dem Abend, hör gut zu, der junge Mann, 30 Jahre gesund, an dem Abend hat er Jesus angenommen. An dem Abend. 3 Tage später hat man seine Mutter angerufen, mein Sohn ist gestorben im Krankenhaus. Ich weiß nicht, was war, aber er ist gestorben. Niemand weiß, wenn die Zeit ist. Das ist sehr ernst. Ich will da keine Angst machen, aber wenn jemand auf einen Berg ist und er wird runterfallen, wenn ich ihn nicht warne, ist es nicht gut. Ich muss dich warnen. Und deswegen warne ich dich in Liebe. Du bist total frei. Aber wenn du Jesus nicht kennst, bitte ich dich für dich. Du tust Gott, manchmal denkt man, man tut Gott einen Gefallen, aber es ist besonders für dich, für dein Leben. Und Gott wird sich freuen, wenn du das machst. Ist jemand hier, wie Jesus noch nicht kennt, keine Beziehung hat mit Jesus? Hebt bitte eure Hand. Letzter Aufruf. Ja? Ist noch jemand da? Niemand? Okay. Können Sie kommen, bitte? Ich möchte mit euch beten. Kommen Sie. Kannst mit ihm beten. Ja. Okay. Dann möchte ich einen zweiten Aufruf machen. Für Leute heute Abend, wie nicht ganze Sache mit Jesus. Ja, Jesus, aber ich lebe ein bisschen mein Leben noch. Und das ist kein Verdammnis, muss keine Angst haben, aber wenn ich halbe Sache mache, habe ich nur ein halbes Leben. Wenn ich ganze Sache mache mit Jesus, ist nicht immer einfach, ist ein Kampf für jeden von uns, das Fleisch zu kreuzigen jeden Tag. Aber wer mir nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen. Wer mein Jünger sein will, nimm sein Kreuz auf sich und folgt mir nach. Da ist das Evangelium, es gibt kein anderes Evangelium. Aber dieses Kreuz ist vielleicht ein Ort des Todes. Aber ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Und das Ziel vom Kreuz ist nicht der Tod, das Ziel ist Auferstehung. Und wenn du nicht ganz hingegeben bist oder Schwierigkeiten hast in einem Bereich oder mal andere in dein Leben, möchte ich dich bitten, nach vorne zu kommen und ich werde für dich beten. Ist kein Verdammnis, ist keine Anklage, brauchst dich nicht zu schämen vor anderen, du brauchst nicht eine religiöse Maske zu tragen und vorzugeben, was du nicht bist. Sei ernst, sei ehrlich. Du bist, wie du bist. Gott liebt dich, wie du bist. Amen. Gott liebte mich, wenn ich Zuhälter war. Er liebte nicht, was ich tat, aber er liebte mich als Person. Und das ist eine starke Offenbarung, das zu wissen, dass ich geliebt bin, wie ich bin. Das bedeutet, du kannst sein, wie du bist, aber Gott liebt dich so sehr, dass er dich noch verändern möchte. Er tut das. Also, wenn du willst heute Abend, wenn du noch Blockade hast in deinem Leben oder Hindernis, wo du nicht vorankommst mit Jesus, dann komm einfach vorbei, nach vorne, Entschuldigung, komm einfach nach vorne und werde für dich beten. Schau nicht auf die andere. Eines Tages wirst du allein stehen vor Gott wie ich und wie jeder von uns. Und die Meinung von anderen ist dir dann wurscht. Möchte jemand Gebet haben? Ist kein Problem. Ne? Ihr seid alle super schon angekommen. Super, sehr gut. Ja, sehr gut. Kommt einfach. Ja, wenn jetzt kommt, was denkt mein Nachbar? Sehr gut, junger Mann. Was denkt der andere? Was denkt der Nachbar? Was denkt der? Ja, gerne. Was denkt der Älteste und der Pastor? Ich bin doch immer so heilig in der Gemeinde. Die denken alle, dass ich so nett bin und so heilig bin. Und jetzt komme ich nach vorne. Was werden sie denken? Ist unwichtig. Was Gott denkt, ist wichtig. Kommt einfach. Ich werde für euch beten. Gott liebt euch. Vielleicht wirst du erfrischt. Vielleicht kriegst du eine Lösung. Ein Wort von Gott.
Wort der Erkenntnis, komm einfach. Hier ist ein Thron der Gnade. Komm vor der Thron der Gnade. Es ist kein Verdammnis für die, die in Christus sind. Kommt einfach.